Servus und damit recht herzlich willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. So, weiter geht's. Achso, das Werkzeug wollte ich mitnehmen. Das Reparaturwerkzeug. Wo haben wir das hingeschmissen? Da, nehmen wir mal raus. Das Reparaturwerkzeug wollte ich haben. Ich wollte ja unsere Crabs nochmal reparieren. Moment. Ja. Auch keiner. Linsenschmutz. Ich weiß nicht, was das ist. Quarz nehmen wir natürlich mit. Guck mal, dass wir vielleicht hier irgendwo schon Titan finden. Da ist schon Titan. Ich brauche das vorne mal. Ihr habt doch hier die ganzen Schrottteile, die hier oben liegen. Doch, können wir doch vorher noch aufsammeln. Mit. Da sind wir wieder schneller unterwegs. Schau, dass du auf den Lagerpfad direkt zugreifen kannst. Schacht zu. Vogel. So. Ich hoffe, wir haben ja noch irgendwo ein Meerschrottzeug. Da haben wir noch jemand. Sammeln das mal so auf.
können noch ein Schrottteil sammeln mit unserem Inventar. Nichts. Und dann sammeln wir mit dem Krebsinventar. Schön, irgendwas noch will das sein. Warning, passing 100 meters. So. Oxygen efficiency decreased. Aber was den Müll? Mal hier Licht lernen und was. Jetzt mal an der Buchse knabbeln, Junge. Hier die Schrottteile rein. Noch ein bisschen davon. Dann scannen wir halt hier das Aquarium-Ding. Ich bin zwar übelst schwer. Schauen wir das sehen heute mal, weil das ist sonst blöd zum Beispiel mit Krebs. Mr. Krabs. Das Kupfer.
Fahren rumschrauben. Das Arschloch erst jetzt offen. Ne? Ja, mal die Tore. Schön die Tarn mitnehmen, das ist gut. Ich brauche die Tarn, kein Silber. Andererseits ist es auch sinnlos, einen vollen Inventar dazu zu machen. Der Racer soll dort noch finden. Wir müssen nämlich dorthin, wo unsere Anfangsbase war. Da müssen wir hin. Weil da gibt es den großen Raum. Haben wir ja leider dort unten eingeschätzt. Einschätzen ja dort unten ab, scannen können. Nein, theoretisch. Aber der hat uns das ja nicht machen lassen. Welcome aboard, Captain. Der hat uns das ja nicht abscannen lassen, deswegen müssen wir dorthin. Unheimlich in den Schatten zu sehen. Aber die Pflanzen sind gut. So, dann machen wir erstmal den Schrott zu Blei. Blei zu den Tarn. Hier rein, das ist schön viel Titan. So, dann holen wir noch den Rest aus den Crabs. Sind die irgendwie abkoppeln?
ist voll geladen. Warning, passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Sehr in Ordnung, aber ich muss ja erstmal hierher. Den reparieren und voll machen. Seeborn. Ich fand die Motte war besser. Motte und der Zyklop. Fand ich besser. Ich weiß, man will was Neues einbringen und so, aber dann hätte man vielleicht, keine Ahnung, ein ausgereiftes Konzept von Zyklopen nehmen können oder so. Biomasse-Reaktor werden wir doch noch bauen müssen. Warum? Einfach um die Biomasse loszuwerden, die wir hier rumschwirren haben. So, die Energie ist voll. Wasser könnte man nur trinken, wo wir uns auf den Weg machen. Konstruktionswerkzeug bleibt hier, das ist in Ordnung. Und Storchen machen wir mit der Seebahn los, insofern sie voll geladen ist. Das sollte voll sein. Sei denn, es war die andere Batterie, ne, ist voll. Hier links herum schwimmen, ne? Schon mal überall. Hier drüben so, ja, schon echt weit mittlerweile. So, weiter geht's. Wir können uns ja dann ohne. Das ist auch schon Erd. Wie nennt man das? Scheiße, vergessen. Eine Oberflächenbasis bauen. An der Oberfläche. Schade, dass die nicht so groß werden wie die hier. So, 10 Grad, 6 Grad. Was ist denn den Wasserfilteranzug? Wollten wir mal gucken, ne? Boing. Tut mir leid, Mann!
Die ist ja irgendwo hinten, ey. Man geht bei Rot und nicht bei Grün. Ach ne, bei Grün geht man, ne? Upsi. Was ist denn das? Das kann ich jetzt aber auch nicht. Das ging ja irgendwo hier rein. Glaube ich zumindest. Hier ging's rein. Hier ist die Basis. Gibt's sogar Crabs. Oh, ein Ionenwürfel. Krasser Scheiß. Was wir hier kriegen? Das haben wir anscheinend schon gehabt. Could there be architects living on this planet? Terribly messed up if they got that one wrong. Katzenbild. Oh, Potato. Oops. I miss that fluffy little couch walrus. Ist Potato in die Kartoffel? Wir haben natürlich keine hier Dings mit, ne? Das ist sehr gut. Eine Lampe. Motivational posters were banned from ZenaWorks following a lengthy discussion at the annual company retreat 3 years ago. This poster is technically contraband. Schade, komm ich nicht rein. Ist das? Jukebox, warte, okay, cool. Eine Musikbox für die Jukebox. Eine Musikplatte für die Jukebox. Da ist der Reparaturdings da. Fragment Energieladestation. Kommunikation. Das bringt mir auch mit. Das kann man nicht mitnehmen schon, oder? Schöne Pflanzstopp. Den nehmen wir mit. Was this Sam Space? What was she doing all the way out here? Ja, das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Ein Motivationsposter. Laternenbaum. Innenbeetkasten. Den nehmen wir natürlich mit. So, die nehmen aber Platz weg.
Ich nehme das eh mit. Ach, für das Poster gibt es noch kein Ding sowas. Kiste. Hallo? Hier scheint es schon mal nichts mehr zu geben. Das wollen wir drinnen. Das gibt's nie. Hier ist auch alles. Quartiere. Ach, hier kommen wir nicht rein, ne? Das ist schade. Vielleicht kommen wir irgendwie über die Hügel drüber. Ne. So. Segleiterfragment. Hier unten ist. Da haben wir auch noch was. Und hier noch was scannen. Wie es aussieht, ne? So was würde ich gerne für unter Wasser nehmen. Obwohl, für was brauchst du das unter Wasser? Du kannst es so sehen, so stehen. Wieso haben wir den Seemann jetzt zerstört? Was war jetzt die Mission davon? Ja, das eine hätten wir schon mal, den großen Raum. Das ist ja schon mal was wert. So, hier noch, hier haben wir nichts mehr. Kann man die eigentlich scannen hier? Nee. Geht's jetzt hier lang? Hier zur Absturzstelle oder was? Ne, hier geht's zu irgendwas anderem. Ach, hier geht's zu dieser außerirdischen Technologie. Ne? Ah ja. Schon mal nicht wahr, aber. Okay. Ist gut. Dann würde ich sagen, wir gehen mal zurück zur Basis. Oder wir sagen einfach mal, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Beisein. Bis zum nächsten Mal. Und ich sage ciao. Mit V. Tudelü.